Hallo, meine lieben Krebse. Ihr seid die Ersten, für die ich jetzt eine Karma-Legung mache, ja? Also nicht euer Karma, ja? Sondern welches Karma bekommt der Krebs-Ex-Partner? Also dein Ex-Partner für falsches Verhalten, für unrechtes Verhalten, ja? Also natürlich nur diese Ex-Partner. Okay, und später werde ich dann eine weiterführende Legung machen. Ja, da müsst ihr einfach in die Generalkanalmitgliedschaft und da werden wir schauen, was möchte dir dein Ex-Partner nachträglich mitteilen? Bereut dein Ex-Partner etwas oder ja, einfach mal sehen, was hier mitgeteilt werden möchte, noch eine Beichte oder so. Genau. Und außerdem bei der weiterführenden Legung die zweite Frage, wie läuft es momentan im Liebesbereich bei deinem Ex? Ja, das schauen wir uns dann auch noch an. So, aber jetzt geht es hier darum, welches Karma bekommt der Krebs-Ex-Partner? Es ist wichtig, jetzt einfach mal vorab zu schauen, was ist denn damals passiert, ja? Deswegen zuerst mal, hey, was ist denn hier mit dir und deinem Ex-Partner passiert? Wie kam es denn zur Trennung, ja? Was ist hier passiert? Zweiter Schwerter. Was ist hier zwischen Krebs und dem Ex-Partner passiert? Moment. Ich werde das hier drüben hin tun. Zwei Schwerter, der Tod. Und wir haben hier noch den Narr. Und das Gericht. Also Karma ist schon da. Schau mal hier auf dem unteren Deck. Vielleicht lasse ich das mal so liegen. Haben wir hier schon 5 Kelche. Ja, da wusste jemand schon, dass es ein Fehler ist. Okay, lass uns mal noch die zweite Reihe anschauen. Was ist damals passiert zwischen Krebs und dem Ex-Partner? Ritter der Kelche, 5 Schwerter. Der Stern, eine noch bitte. Ja, toll. Okay, und hier auf dem unteren Deck haben wir diesmal noch den Teufel. Ich sage euch mal ganz kurz die Energien. Also, Waage, Skorpion, Wassermann. Skorpion zweimal, dreimal Skorpion. Dann haben wir noch das zweite Mal, nee, dreimal Wassermann. Krebs, genau. Muss nicht immer übereinstimmen, aber es geht einfach um die Energien, ja. Okay, oi, oi, oi. So wie ich das hier sehe, ist bei deinem Ex-Partner eine Ex-Person zurückgekommen, ja? Also schau mal, hier stand man hier vor einer Entscheidung, ja? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ja? Aber dann hat man sich entschieden, nee, ist mir doch egal, auch wenn ich hier alles verliere, ich mache es, ja? Also ich möchte wirklich etwas Neues haben, ja. Ich möchte wirklich ein Abenteuer beginnen. Hier ist meine Ex-Person. Zum Beispiel könnte es eine Ex-Person sein, ja. Da ist eine Ex-Person, hat gesagt, hey, was machst denn du so? Und lass uns doch mal treffen, ja. Und die Person ist hier diese Gefahr, dieses Risiko eingegangen, ja. Natürlich muss es jetzt gar nicht eine Ex-Person sein, aber es hat sich was ergeben, wo man einfach hier ein bisschen naiv etwas ja, auf Risiko gegangen ist, ja, mache ich trotzdem, ja, auch wenn ich eventuell alles verliere. Die Person wusste schon, dass sie alles verlieren kann, ja. Ja, hier ist jemand gekommen, hey Schätzchen, du bist aber attraktiv, ja, anstatt zu sagen, ich bin vergeben, nee, okay, hallo, Süße, Süßer, ja, ich denke, hier hat es jemand angenommen und es einfach versteckt, ja. Hier hat jemand einfach seine Träume, Wünsche im Bereich der Sexualität, ja, mit einfach mit jemand Neuem begonnen. Ja,
auf sexuelle, also es ging ja wirklich um das Sexuelle. Vielleicht hat man sich dennoch auch verliebt. Das kann auch sein, ja. Ich würde das hier auch ein bisschen sehen. Aber es ging in erster Linie einfach um ein teuflisches Verhalten, um ein falsches Verhalten deines Gegenübers. Natürlich, die Person hat hier einen Fehler gemacht. Also die Person bereut es schon. Ja, oder hat es gleich bereut oder wie auch immer. Aber Karma war schon hier. Vielleicht war das ein Test für diese Person. Sagt sie nein oder nicht? Ja, die Person hat versagt. Hat sich darauf eingelassen, ja, auf das hier. Auf das Sexuelle, ja. Hier einfach nicht mit dem Kopf gedacht, sondern mit was anderem. Ja, es kann natürlich jetzt auch umgedreht sein, die weiblichen oder die männlichen, ja. Macht euch da gar keine Gedanken. Es geht hier einfach um das Kollektive. Der Krebse, ja, egal welches Geschlecht. Ja, es war hier ein Betrug, ja, das ist hier immer, dass man etwas versteckt hat, etwas geheim gehalten hat. Ich bin ein Betrüger und ja, ich mache es einfach, ja. Natürlich nicht, ich mache es einfach. Man wusste, es ist ein Risiko, es könnte entdeckt werden, es könnte sich anders entwickeln und es hat sich anders entwickelt. Okay, das ist hier vorgefallen, ja. Lass mich nochmal überlegen. Ich habe ja gesagt, es könnte eine Ex-Person sein, eine aus der Vergangenheit. Gibt es dazu noch etwas? Ja? Was das für eine Person war, mit der der Krebs-Ex-Partner zu tun hatte? Das hier noch einen Hinweis. Schlüssel. Okay, also ich sehe hier noch die Energien von Widder, Löwe, Schütze. Ja, jemand Jüngeres mit blondem Haar, grauem, aschblondem, also dunkelblond vielleicht noch. Ja, es wäre möglich, dass dein Ex-Partner diese Person, also im Geschäftlichen, ja, in irgendeinem geschäftlichen Bereich kennengelernt hat, ja, falls es jetzt nicht die Ex-Person ist, das wäre hier auch noch mal etwas, ja. Oder aber gibt es hier noch einen Hinweis? Die Person war einfach offen, ja, mit dem Schlüssel öffnest du alles. Die Person war gar nicht so richtig vergeben, ja, also ja, die Türen waren offen bei dieser Person, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand wirklich gesucht hat. Ich sehe halt schon, hier hat jemand, hier kam schon jemand daher und hat es mal angeboten. Ja, deswegen immer Finger weg von vergebenen Leuten. Ja, es gibt genug Singles. So, meine Lieben, jetzt wollen wir uns das Karma anschauen. Und dazu werde ich jetzt einfach mal die Karten wegräumen. Ich mache mal hier ganz kurz auf Stopp. So, und jetzt schauen wir uns das Karma deines Ex-Partners an. Ja? So, für dieses Verhalten, für unrechtes Verhalten natürlich, welches Karma bekommt der Krebs-Ex-Partner dafür? Ja, und das bestimmen nicht wir, sondern das Universum. Ja, okay. Also, welches Karma bekommt hier der Krebs-Ex-Partner? Oh Gott, ja. 10 Schwerter, Hölle auf Erden. Okay. Der Stern. Welches Karma bekommt hier der Krebs-Ex-Partner, bitte? Okay. König der Schwerter, 9 der Münzen und 8 der Schwerter. Lass uns noch die zweite Reihe schauen, aber welche Karten nehme ich? Ich nehme jetzt mal diese Karten. So. Ich nehme es irgendwie nochmal zurück. Okay. Also, welches Karma bekommt der Krebs-Ex-Partner bitte? Mehr Details. Page der Kelche. Page der Münzen. 3 der Kelche. Sieben der Münzen und 8 der Münzen.
Okay, schau dir mal das, die erste Karte an. Also, ja, das Karma wird wahnsinnig schmerzhaft sein. Ja, also es wird sich so anfühlen wie 10 Messerstiche, ja, in der Brust. Ja, es wird eine Niederlage geben. Ja, ich denke auch in vielen Bereichen, im Bereich Liebe und Finanzen wird er hier, Entschuldigung, wird er oder sie hier eine totale Niederlage haben. Es wird ruiniert werden. Also ja, die Person wird total bitter, böse und enttäuscht sein. Ja, also hier kommt wirklich das Karma richtig heftig an. Ja, bei deinem Ex, ja, mit 10 Schwertern, da ist ja alles sehr, sehr schmerzhaft, alles, ja, die Person bekommt es wirklich arg schmerzhaft zurück. Ich würde auch sagen, ja, falls du hier Träume hattest, ja, das wird sich hier nicht erfüllen. Also deine Wünsche werden sich, also Karma wird nicht immer Jahre gehen, ja, manchmal schon, wenn man nicht dazu lernt, ja, das kann auch sein. Aber normalerweise geht es jetzt nicht über, was weiß ich, 10, 20 Jahre. Aber hier werden sich die Träume, Wünsche eine lange Zeit nicht erfüllen. Die Person wird auch sehr, sehr lange Single bleiben, weil irgendwie wird es immer entweder in eine Dreierkonstellation kommen, ja, wo man einfach das dritte Rad ist in einer Beziehung, so wie du das auch erlebt hast. Ja, es wird hier etwas hoffnungslos sein. Ja, wie geht meine Zukunft weiter? Werde ich denn jemals Kinder haben? Also zum Beispiel, vielleicht hat die Person natürlich auch schon Kinder. Oder werde ich jemals ja, zufrieden sein? Es kann es gar nicht sehen. Also die Perspektiven sind hier einfach nicht da. Ich denke, hier werden immer wieder Angebote von deinem Gegenüber an verschiedene Personen gehen. Hey, du Süße, Süßer. Möchtest du mit mir was beginnen? Ja, immer so wird angefragt, angefragt, aber dann landet man in so einer Dreieckskonstellation. Ja, also die Person wird nicht mehr so viel vollgenommen. Und die Personen, die auch dein Ex-Partner kennenlernt, werden sehr streng sein und ja, eher kalt, ja. Also nicht, du bist mein Held. Nein, eher streng. Mach das, bring den Müll raus, so ungefähr. Ja, also strenge Leute wird es hier haben. Ja, ich würde auch sagen, dein Ex-Partner muss für sein oder ihr Geld sehr viel arbeiten. Ja, also es arbeitet, arbeitet kaum. Es gibt kaum Ergebnisse. Aber die Person muss weitermachen und weitermachen. Okay, also vom Finanziellen her muss es hier einfach wahnsinnig viel arbeiten, damit hier was rausspringt. In der Liebe sehe ich hier nicht. Deswegen gibt es auch später die weiterführende Legung. Da werde ich nochmal genauer schauen. Aber auch hier, ich sehe gar keine Perspektiven in meinem Leben. Ja? Okay, lass mal schauen. Was gibt es hier sonst noch als Karma? Welches Karma bekommt dein Ex-Partner sonst noch? Ich denke, es wird dieser Person an einer festen Beziehung fehlen. Ja, es hatte sich damals für Sexuelles oder für Erotisches interessiert. Und ja, es sieht so aus, als kommt er hier nicht mehr raus. Ja, kommt er oder sie hier nicht mehr raus. Welches Karma sonst noch? Ja, also dass man hier nur leidenschaftliche Dinge hat, ja, ohne Potenzial für mehr. Ja. So, was noch? Welches Karma bekommt der Krebs-Ex-Partner bitte? Es wird immer wieder auf der Suche sein. Mein Gott, hoffentlich finde ich oder lerne ich wieder jemanden kennen wie meinen Krebs. Ich werde weitersuchen und weitersuchen. Ich habe es ja schon einmal geschafft. Ich werde immer wieder auf der Suche bleiben. Ja? Also der Suchende. Dein Ex-Partner ist der Suchende. Ja? Der Suchende, hey, ich möchte wieder mein altes Leben zurück oder wie kann ich es machen? Ich suche immer wieder nach einem potenziellen guten Partner. So, das letzte Karma noch. Was haben wir hier noch für den Krebs? Also welches Karma bekommt dein Ex-Partner? Hm.
Königin der Stäbe. Ich denke, deine Person wird immer wieder Leute kennenlernen, die ihn unterdrücken. Also viel, viel selbstbewusstere Personen. Also wahrscheinlich auch mit der Königin der Stäbe. Das ist hier wirklich eine sehr anziehende Person. Die macht mit den Männern oder Frauen, was sie will. Ja, also ich denke, die Entscheidungen hat dein Ex-Partner nicht mehr, sondern er wird so Frauen mit Haaren auf den Zähnen, ja, oder umgedreht halt, genau, für die Männer, immer jemand unterdrückend, also immer jemand haben, wo dein Ex-Partner unterdrückt wird, ja, genau. Okay. Das war jetzt mal deine Karma-Legung, ja, für den Ex-Partner. Wie gesagt, ich mache jetzt eine weiterführende Legung. Da schauen wir uns an, was möchte dir dein Ex-Partner nachträglich mitteilen. Ja? Kann auch sehr spannend sein. Und dann, wie läuft es momentan im Liebesbereich bei deinem Ex? So, ich würde mich freuen, wenn ihr in die Generalkanalmitgliedschaft kommt. Ja, es ist auch einfach für meine Unterstützung und außerdem könnt ihr dann Videos anschauen, ja, alle Videos. Und danach mache ich auch noch für die Krebse Finanzlegung, ja, einfach da auch zu schauen, was kommt hier für die Krebse im Bereich der Finanzen. Und da gibt es natürlich auch eine weiterführende Legung mit Tipps. So, also alles Gute für euch.